Engel, Hiobs Botschaft, Traumsaat, Jubiläumsausgabe, dritte überarbeitete Neuauflage 2004. Geschrieben von Severin Rast und Oliver Hoffmann. Erschienen bei Feder und Schwert. Gelesen von Mario und Koali. Prolog. Pavel musterte den Himmel mit zusammengekniffenen Augen und streckte seinen vom gebückten Arbeiten schmerzenden Rücken. Noch vor einer halben Stunde hatte die Sonne durch die dünne Wolkendecke geschienen und die Reisfelder dampfen lassen. Jetzt war der Himmel beinahe schwarz. Schon wieder ein Sommergewitter? Er ließ seinen Blick noch einmal über das grüne Meer der Halme schweifen und wartete dann zum Rand des Feldes hinüber. Bis nach Hause würde er es sicher nicht mehr schaffen, bevor das Unwetter losbrach. Aber der Wald würde ihm wenigstens etwas Schutz bieten. Er zog sein Bündel unter den Ginsterbüschen hervor und suchte mit den Augen ein weiteres Mal besorgt das Feld ab. Seine Söhne konnte er nirgends entdecken. Pavel verfluchte seine schlechten Augen. Aber die drei waren alt genug, um auf sich selber aufzupassen und sich in Sicherheit zu bringen. Und sie waren sicher nicht so dumm, sich bei Gewitter auf dem Hügel zu wagen. Sorgfältig suchte Pavel seine sehnigen Beine nach Blutegeln ab, nachdem er einen trockenen Fleck erreicht hatte. Diesmal hingegen nur 5 der kleinen schwarzen Parasiten auf seiner Haut. Vorsichtig löste er jeden einzelnen ab und strich sie am Rand des rosafarbenen Plastikbehälters ab, den Wojciech ihm gegeben hatte. Das Sammeln von Blutegeln war ein lukrativer Nebenverdienst und für Reisbauern zudem mit keinerlei Mehraufwand verbunden. Unter seinem grauen Stoppelbart verzog Pavel den Mund zu einem Grinsen. Die reichen Städter ließen sich von Wojciech und seinem Kollegen für viel Manna schröpfen, während er hier täglich eine kostenlose Behandlung bekam und sogar noch ein paar Euro dazu verdiente. Nachdem er seine Beine abgetrocknet hatte, stapfte er in seinen Holzschuhen zum Waldrand hinüber und ließ sich unter einer niedrigen Roblilie mit dichtem Blattwerk nieder. Das Grün der Bäume jenseits des schmalen Bewässerungsgrabens, der sich weit von seinem Sitzplatz in das Reisfeld ergoss, war mit kleinen dunklen Flecken durchsetzt. Er konnte sich dunkel erinnern, dass hier Pflaumen wuchsen. Angestrengt spähte Pavel zu den Bäumen hinüber. Reife Pflaumen, so früh im Sommer? Aber auch die Obstbäume in seinem Garten waren früh dran in diesem Jahr. Nach einem kurzen prüfenden Blick in Richtung des immer dunkler werdenden Himmels richtete er sich an seinem Stock auf und ging zum Kanal hinüber. Wenn die Pflaumen tatsächlich schon reif waren, konnte er vielleicht genug sammeln, um einen Teil zu verkaufen und den Rest einzukochen. Er überquerte mit einem großen Schritt den Bewässerungsgraben und trat unter die Pflaumenbäume. Er hatte nicht gewusst, dass hier so viele der schmackhaften Früchte wuchsen. Neugierig zog er einen der schweren beladenen Zweige zu sich herab und ließ ihn mit einem erschreckten Aufschrei wieder fahren, als er erkannte, was die Pflaumen in Wirklichkeit waren. Unzählige kleine schwarze Kapseln waren mit einem schleimigen, zähen Sekret an die Zweige der Bäume geklebt. Aus der Nähe hatten sie selbst für Pavels alte Augen nichts mehr mit Pflaumen gemein. Er konnte viele verschiedene Formen erkennen. Einige erinnerten entfernt an Insektenpuppen, andere an Walnüsse oder Schneckenhäuser. Ein tiefes Brummen ließ Pavel herumfahren. Starr vor Entsetzen betrachtete er, wie sich ein Schwarm schwarzer Punkte aus den Sturmwolken auf ihn herabsenkte. Als die Kreaturen näher kamen, konnte er erkennen, dass jede von ihnen etwa so groß war wie ein Huhn. Sie erinnerten ihn an viel zu große, geratenen Hummeln. Direkt vor seinen Augen schwirrten die Dämonen durch die Zweige und sammelten die Kapseln ein, die er noch vor wenigen Augenblicken für Pflaumen gehalten hatte. Geschickt benutzten sie ihre Beine, um die klebrigen Kapseln in den dichten, schwarzen Pelz an ihre Hinterleiber zu streifen.
Wenn sie genug der unheiligen Früchte geerntet hatten, stiegen sie wieder zum Himmel auf und verschwanden in den dräunenden Wolken. Für einen kurzen Moment hatte Pavel den Eindruck, eine riesige, massive Gestalt in den Wolken zu erkennen. Dann traf ihn etwas Kleines mit großer Wucht am Hinterkopf und die Welt versank in Schmerz und Dunkelheit. Noch ehe er sich darüber wundern konnte, dass die unheimlichen Biester offenbar keinerlei Notiz von ihm nahmen. Ebenezer stand im Hof seines Kontors in Strasnice, jenem Stadtteil Prags, in dem die meisten Kaufleute ansässig waren, und beobachtete, wie der Lastkahn beladen wurde. Giri, der Bootsführer, stand breitbeinig im Heck des Kahns, der kaum schmaler war als der kleine Kanal, der das feucht glänzende Pflaster des Innenhofs in zwei Hälften teilte. Mit knappen Anweisungen sorgte er dafür, dass die Lagerarbeiter die Salzfässer und Baumwollballen so im Bauch des Kahns verstauten, dass der Laderaum optimal genutzt und das Gewicht gleichmäßig verteilt wurde. Es war schon über 25 Jahre her, dass Ebenezer sich als Kaufmann in Prag niedergelassen hatte. Am Anfang hatte er immer daran denken müssen, dass die Straßen, Plätze und Häuser der Stadt nicht auf Erde und Fels errichtet waren, sondern dass sich irgendwo zu seinen Füßen der See befand. Der Gedanke hatte ihm das unangenehme Gefühl aufkeimen lassen, auf einem kaum merklich schwankenden Schiffsdeck zu stehen. Aber irgendwann hatte er das Wasser unter seinen Füßen vergessen und heute erinnerte ihn nur noch der Anblick der Kanäle manchmal an das feuchte Fundament der Stadt. Der Lastkahn war jetzt fast vollständig beladen und lag so tief im Wasser, dass die Reling unter dem Begrenzungsstein des Kanals verschwanden. Nun fehlten nur noch ein paar Kisten mit Gewürzen und anderen Luxusgütern. Ebenezer winkte Giri zu sich herüber, um ihm letzte Anweisungen für die Reise zu geben, und der drahtige Mann sprang zu ihm ans Ufer. Im selben Augenblick veränderte sich das Licht im Hof des Handelskontors. Eben noch hatte die Sonne golden durch ein paar dünne Wolkenschleier auf sie herabgeschienen. Jetzt krochen von Süden schwarze Wolkenmassen heran und verdunkelten den Himmel. Von einem Moment zum anderen wurde es kälter. Bevor einer der Männer im Hof begriffen hatte, was geschah, brach ein furchtbarer Hagelschauer los. Mitten im Spätsommer prasselten taubeneigroße Hagelkörner mit ohrenbetäubendem Lärm zur Erde und ließen den Kaufmann und seinen Bootsführer im letzten Moment unter das schützende Vordach eines nahegelegenen Lagerhauses springen. Mit ungläubigem Schrecken sahen die Männer, dass zwischen den Eiskörnern unzählige schwarze Kapseln waren, die mit solcher Wucht vom Himmel stürzten, dass sie die obersten Baumwollballen auf dem Kahn zerfetzten und sogar die Regentonne in einer Ecke des Hofes zerschlugen. Giri rief Ebenezer etwas zu, doch das donnernde Prasseln auf dem Dach über ihnen übertönte seine Stimme. Dann zeigte er grimassenschneidend über den Hof. Auf der anderen Seite war, ebenfalls unter einem hölzernen Vordach, Ebenezers Pferd angebunden. Der junge Fuchshengst warf aufgeregt den Kopf hin und her und drängte sich mit panischem Blick an die Wand des Kontors. Ebenezer schüttelte mit einem Blick zum schwarzen Himmel den Kopf und zuckte die Achseln. Aber der Kaufmann lief das verängstigte Tier nicht mehr aus den Augen. Der unwirkliche Hagelschauer hörte ebenso schnell auf, wie er angefangen hatte. Die anschließende Grabesstille war fast noch unheimlicher als der vorangegangene Lärm. Auf der anderen Seite des Hofes reckte der Hengst misstrauisch den Hals unter dem Vorbach hervor und rollte schnaubend mit den Augen. Zänzelnd warf er sich in die Zügel, mit denen er an einem Pfosten festgebunden war. Ebenso vorsichtig wie sein Pferd sah auch Ebenezer zum Himmel hinauf und ließ seinen Blick dann über den verwüsteten Hof schweifen. Dieser war mit einer dichten, schwarz-weiß gefleckten Decke überzogen. Bei genauerem Hinsehen entpuppten sich die schwarzen Hagelkörner als bizarre Muscheln oder Käfer. Ihre Panzer waren so hart, dass die meisten von ihnen unversehrt geblieben waren. Doch die höllische Plage war noch nicht vorüber. Eine frostige Windböe trieb einen zweiten Hagelschauer heran. Von einem Augenblick auf den anderen brach im Kontor wieder Chaos aus. Diesmal war es nicht ganz so schlimm wie beim ersten Schauer, mehr als würden die seltsamen Gebilde eimerweise vom Himmel geschüttet. Niemand konnte sagen, wo der nächste Schwall niedergehen würde. Für Ebenezers verängstigtes Pferd
war der erneute Schauer zu viel. Mit einem lauten Wiehern bäumte das Tier sich auf und warf sich mit seinem ganzen Gewicht gegen die Zügel, die sich noch einmal kurz spannten und dann rissen. Als der Fuchs daraufhin aufgeregt auf den Hof hinaus galoppierte, sprang Ebenezer unter dem Vordach hervor, um das Tier zu beruhigen und wieder in Sicherheit zu bringen. Doch kaum hatte er zwei Schritte getan, prasselte eine weitere Welle des unheiligen Hagels auf den Hof herab, und im nächsten Moment lag der Kaufmann reglos am Boden. Seinem Hengst war nichts geschehen. In der nächsten Hagelpause eilten Giri und zwei Lagerarbeiter herbei und brachten den reglosen Körper ihres Herrn und das nervöse Pferd in die Sicherheit der Lagerhalle. Im gesamten Prager Süden hatten die Hagelschauer an jenem Nachmittag Holz, Tuch und Fleisch durchschlagen. Fuhrwerke und Marktstände waren zerstört worden. Viele Kähne in den Kanälen waren gesunken. Vieh war auf den Weiden erschlagen worden und zahlreiche Menschen hatten die Katastrophe mit dem Leben bezahlt. Die Engel, die sofort nach dem ersten Schauern in Scharen vom Himmel der Rameliten aufgestiegen waren, hatten in den dichten Wolken unzählige Dämonen erschlagen, hieß es. Doch bald verbreitete sich auch das Gerücht, dass sich im Herzen des Sturms ein Dämon, so groß wie der Himmel selbst, befunden haben sollte, gegen den selbst die himmlischen Heerscharen machtlos gewesen waren.